Am 22. Oktober kommt New Game Plus für Dead Island 2 und in diesem Video erfährst du alles darüber. Und damit ein wunderschönen, ihr Lieben, der Daniel mal wieder am Start. Schön, dass du da draußen eingeschaltet hast, heute zu einem weiteren Video zu Dead Island 2. Ich habe ja damals schon gesagt, Leute, wir sind noch lange nicht am Ende von Dead Island 2 und ich freue mich, ja. Es gibt ein kleines Problem, ja, aber wo ein Problem, da auch eine Lösung. Es kommt am 22. Oktober raus und ab dem 23. oder 24. sind wir 24 Stunden live mit Black Ops 6 Zombies. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit, um dieses Content, um den Content für euch zu zeigen. Aber wir werden das machen. Das heißt, am 22. Oktober, ja, wenn du noch nicht sicher bist, willst du es holen oder nicht, ja, oder lohnt sich, dass du es vielleicht nochmal runterlädst, etc., schau dir hier den Channel rein, ja, weil du kommst auf jeden Fall auf den Livestream. Ich werde es livestreamen und werde dann auch, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe, das ein oder andere Video noch darüber machen. Weil das Coole ist, es gibt nicht nur New Game Plus, sondern auch die Nachbarschaftswache und vieles mehr, ja. Und ich werde in dieses Video, gehen wir nur auf New Game Plus ein, werde auch noch ein paar Sachen reinschreiben, die ich mir wünschen würde. Und im nächsten Video, ja, das kommt auch sehr bald, vielleicht am gleichen Tag, vielleicht morgen, siehst du dann auch schon, was ist der Nachbarschaftsmodus, was sind neue Bundles etc. Das heißt, Dead Island 2 Content wird die nächsten Tage auch auf jeden Fall einiges für euch am Start sein. Und Leute, schaut mal in die Beschreibung rein. In jeder Beschreibung ist immer dieser Linktree, ja, und auf jeder dieser Plattformen findest du Content. Auf Podcast-Channel, 2-Channel und der 3-Channel da jetzt nicht, weil das sind wie gesagt Backup-Channel, aber auch schon mal da Abos da lassen, denn Podcast-Channel, da kommt was richtig Geiles, ja. Haben wir eine coole Collab mit Red Eye District, ja, und dann haben wir auch noch How I Would Have Ended, da mache ich eventuell noch was draus, zählt aber auch als Backup-Channel. Und so, auf TikTok kommt jeden Tag ein Short, auf Insta kommt jeden Tag auf Short, so, und Twitter und X haue ich auch ab und zu mal irgendwelche coolen Memes rein, zum Beispiel das Diddler-Meme, das heißt, unbedingt anschauen und teilen, liebe Freunde. Und natürlich eine Bewertung da lassen, das hilft mega hart, die Videos besser in den Algorithmus rein zu pushen, ja, es ist wirklich nur ein Klick. Ja, so, ob du es gut oder schlecht bewertest, ist natürlich vollkommen deine Sache, aber eine Bewertung macht wirklich viel aus. Natürlich, wenn du jetzt noch einen Kommentar drunter schreibst und wenn du noch nicht hast, abonnieren und das Glöckchen aktivierst, ja, dann haben wir, sage ich mal, das komplette Allround-Paket. Du machst mich glücklich und dann, sage ich mal, gibt es noch mehr Content. Das heißt, du da draußen hast es in der Hand, wie viel Content rauskommt von Dead Island, weil wenn ganz viele Leute wirklich sagen, hey, mach das, dann mache ich es natürlich, ja, weil das ist ja ein Game, wo mir wirklich Spaß macht, wo ich auch meine erste Platin-Trophäe gemacht habe. Und deswegen, ja, also wird auf jeden Fall dann mehr Content kommen, wenn mehr gewünscht ist. Wie ihr rechts unten seht, haben wir hier die VPN an, ja. Das Ding ist, wenn wir auch irgendwelche Recherche betreiben, egal ob es jetzt die Seite ist oder die Seite ist, ist eine VPN immer eine gute Sache. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor. The Gummy Bears. Episode 3. Marburg. What the f***? Alrighty. Ah, wo ist das wieder? Wo ist das? Wo ist das? Alter, was? Irgendwann später. Oh, was? Oh. Oh, mein Kopf. Aha. Was zum. Alter, was ist hier los, Mann? Oh. Streng dich nicht so an. Spar deine Kraft. Oh. Akzeptier einfach die Lage. Oh. Akzeptier einfach die Lage, in der du steckst. Wer bist du, Mann? Was willst du von mir? Wer ich bin, ist scheißegal. Ich will dir auf jeden Fall eine Lektion in Sachen Online-Sicherheit erteilen. Oh Gott, wie bin ich hier gelandet, Mann? Tja, würdest du eine sichere und vernünftige VPN nutzen, dann hätte ich dich nicht gefunden. Und da hat er recht, denn mit dem richtigen VPN-Anbieter wäre das Ganze hier nicht passiert. Und wenn du da draußen keinen Bock hast, dass sich die Alte mal wieder krasser als das FBI stockt oder jemand mit so einer Maske hinter dir steht, dann nutze auf jeden Fall Private Internet Access oder CyberGhost VPN. Als Drehbuchautor musste ich schon viel Recherche betreiben und ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich da keine VPN gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich literally wirklich nicht hier. Aber mal abgesehen von der Recherche, das Ding ist, wenn ihr zum Beispiel weiterhin Modern Warfare Uncut zocken wollt oder allgemein eure Games Uncut zocken wollt, dann könnt ihr das mit einer VPN easy machen. Wir haben da auch schon ein Video gemacht und haben das auch schon getestet. Selbst die Black Ops 6 Beta lief wirklich richtig, richtig gut ohne Pingverlust.
Du fragst dich jetzt, was ist eine VPN, ja? Ein VPN ist einfach ein virtuelles, privates Netzwerk, besser bekannt als VPN, und sie verbirgt deine Adresse und sichert deine gesamte Internetverbindung durch verschlüsselte Tunnel ab. Ja, denn wenn du jetzt zum Beispiel online bist und du kein verschlüsseltes Gerät, wie zum Beispiel Smartphone, Tablet, Computer oder auch Konsole nutzt, dann überträgt dein Gerät eine enorme Anzahl an Infos raus ins Internet, ja, welche dann von verschiedenen Individuen abgerufen werden können, bevor sie die angeforderte Website überhaupt erreichen, wie zum Beispiel in meinem Fall den Scream Dude. Wenn du aber dann eine VPN anhast, wahlweise von CyberGhost oder Private Internet Access, dann werde dieser Schritt zunichte gemacht worden für den Täter. Und es ist völlig egal, ob du es auf der Konsole nutzt, auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC und so weiter. Über 30 Millionen Downloads gibt es schon, also es ist wirklich absolut insane. Und ich finde, die Trustpilot-Bewertungen, die sprechen auch für sich. So, ihr seht es, die beiden Apps sind wirklich ultra easy zu bedienen. Egal ob jetzt am PC oder auf dem Handy, ist es wirklich sehr, sehr leicht. Und das Schöne ist, ihr könnt euch ganz einfach mit dem Land eurer Wahl verbinden, ja. Weil eventuell habt ihr irgendwas, wo ihr anschauen wollt, zum Beispiel auf Netflix, ihr wollt The Office sehen. In Deutschland seht ihr The Office gerade aktuell nicht, beziehungsweise in Amerika. Wenn ihr aber mit eurer VPN nach Great Britain verbindet, seht ihr hier, haben wir hier The Office weiterhin, ja. Ihr habt jeweils eure Geolocations mit den dazugehörigen Flaggen, allein über 50 verschiedene Server in den USA. Es ist wirklich Wahnsinn. Also das Angebot ist wirklich krass, ja. Ihr könnt euch bei jedem Streaming-Anbieter eurer Wahl noch mehr Serien oder Filme reinziehen. Und dann natürlich auch für den persönlichen Gebrauch, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir Modern Warfare oder Black Ops weiterhin Uncut spielen wollen. Und ja, Peer und CyberGhost funktionieren, wie gesagt, auf mehreren Geräten. Du musst dich nicht entscheiden, entweder oder, sondern du kannst es auf mehreren Geräten gleichzeitig aktivieren und nutzen. Und das Schöne, Leute, ihr seid wirklich zu 115% sicher, denn es werden keine Daten gespeichert. Und das haben die auch schon vor Gericht bewiesen und gewonnen. Ich habe jetzt die Black Ops 6 Beta gespielt und zwar mit verschiedenen VPN-Ländern, ja, und hatte keine Ping-Einbußen. Ich konnte wirklich ohne Probleme spielen und vor allem auch ungeschnitten, ja. So, deswegen, ich habe Private Internet Access dafür genutzt, aber rein theoretisch kannst du CyberGhost VPN aus Deutschland nehmen, ja. Natürlich keine deutsche IP, weil sonst wieder geschnitten ist. Aber du weißt, was ich meine. Und ob du jetzt einmal Private Internet Access oder CyberGhost VPN nutzt, das sei komplett dir überlassen. Wir haben hier zweimal mega geile Angebote, ja. Also check die unbedingt mal ab. Mit dem Link in der Beschreibung oder auch im angepinnten Kommentar könnt ihr dieses Angebot in Anspruch nehmen. Und an der Stelle noch vielen Dank an Private Internet Access und CyberGhost VPN für das Sponsoren des Videos und des Channels. Aber ich freue mich einfach. Ich freue mich. Und wir werden uns natürlich auch noch die Trailer uns anschauen. Also keine Sorge. Patch 6 naht. New Game Plus, Nachbarschaftswache und mehr. Liebe Slayers, wir sind absolut geflasht, weil wir echte Zombie-Killer-News für euch haben. Am 22. Oktober versorgen wir Dead Island 2 per Patch 6 mit einem riesigen, kostenlosen Update. Das heißt, du da draußen zahlst nichts für New Game Plus, ja? So, du zahlst da nichts dafür. Wie geil ist das denn, Junge? Da hätte sich mal Yakuza hier eine fette Scheibe abschneiden können, weil da zahlst du einfach für New Game Plus. Bitte was? Eine absolut ekelhafte Ding, ne? Das Ding ist klar, hätten wir uns New Game Plus schon vorher gewünscht. Logisch, ja, so habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass das einfach fehlt, auch dass wir viel zu wenig Ränge haben, dass sie die Ränge mit Solar und House nicht erhöht haben, fand ich auch wirklich ultra schade und wasted, weil ich sag mal ganz ehrlich, das Leveln bringt ja eh nicht so wirklich so viel, ja. So, aber gibt uns wenigstens so das Ding. So, es kann ja Kleinigkeiten sein, die man damit freischaltet. Ist ja völlig legit, ja. Wir werden uns natürlich das jetzt nochmal reinziehen und am Ende dieses Videos machen wir so eine kleine Liste, was noch cool sein könnte, was eventuell dumm wäre und was halt einfach so allgemein für die Zukunft mit New Game Plus alles geplant werden könnte. Ach, was heißt denn der Update? Das Ding quillt ja fast vor neuen Features und Inhalten über und wird euer Spielerlebnis in unbekannte Höhen katapultieren. Ob ihr lieber alleine metzelt oder doch lieber mit Freunden losfräst, dieses Update hat für alle was an Bord. New Game Plus. Es war ja oft geäußerter Wunsch, sehr oft. Jetzt erfüllen wir ihn. Yes! Dead Island 2 wird mit New Game Plus gepimpt. Oh, in einigen wenigen Monaten könnt ihr euch mit den Lieblingscharakteren und Waffen erneut in die krasse Kampagne stürzen. Alles wird mit New Game Plus gepimpt, ne? Und der Diddler ist jetzt im Knast und kriegt das nicht mit. Schade. Waffen erneut in krasse Kampagne stürzen. Diesmal mit weiteren Fähigkeiten-Slots und höhere Stufenobergrenzen. Yes! Aber das ist natürlich längst nicht alles. Es gibt frische Skins und besonders fiese Waffen, einen höheren Schwierigkeitsgrad und etwas andere neue Gegnertypen. Macht euch bereit für einen erneuten Besuch in Hell
ey, da mal ein cooles Bild. Ja? Also kann uns natürlich jetzt einiges verraten im Sinne von, dass wir eventuell da, dass der vielleicht nicht nur hier die Flames hat, sondern vielleicht sogar Flammen schießen kann oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass die zu den, sag ich mal, Zombie-Types so ein paar Modifikationen vornehmen. Fände ich auch mega cool. Ja. Wie gesagt, die Nachbarschaftswache, Leute, werden wir uns in einem extra Video widmen. Ja, ich möchte jetzt die Videos ein bisschen kürzer halten, dass wir so auf zwischen, ich sag mal so 10 und 15 Minuten kommen. Dafür halt dann ein bisschen mehr Content, ja. Einfach, weil es halt dann für mich so ein kleiner Test ist. Schaut jetzt doch lieber die kürzeren an oder die längeren, sodass ich einfach ein bisschen mehr von eurem Verhalten mitbekomme. Weil ich sag's ja immer wieder, ich bin jemand, ich liebe Longform-Content. Ich schaue mir am liebsten Videos an, die 3 Stunden lang gehen, ja. Wenn der Inhalt gut ist und wenn nicht, also es gibt Content-Creator, die sagen ungefähr 20 Mal das Gleiche. Wenn man sich mal wiederholt, ist legit. Aber die erzählen immer eine Story und sie läuft immer auf das Gleiche raus. Und dann fangen sie wieder an und es läuft wieder auf das Gleiche raus. Und sowas gibt's hier nicht. So, das finde ich absolut bescheuert. Das kann mal passieren, wenn wir ultra stoned sind oder sowas, dass man das mal sowas labert. Klar, ne? Wer kennt's oder wer kennt's nicht? Aber so, dass ich euch jetzt ein Video mache, wo ich 100 Minuten lang die gleiche dumme Scheiße oder die gleiche Pointe erzähle, Alter, verpiss dich so. Solche Content Creator werden auch straight wieder deabonniert. Ja, das ist zum Beispiel mit diesen AI-Channel oft so in was mir so über die letzten 2 Jahre aufgefallen ist, dass die ganzen AI-Channel immer in die gleiche Story rein, immer in die gleiche Story rein. Und ich hasse es. So, weil ganz ehrlich, dass ihr hier seid, ist für mich mit die größte Ehre, weil wenn du da draußen es schaust, dann gibst du mir deine Zeit. Ja? Und selbst wenn du mir jetzt einen 10er gibst, ist es nicht so viel wert wie die Zeit, weil Zeit ist das Wertvollste, was wir in dieser Realität haben. Ja? Und wenn du die hier dem Channel widmest, Alter, muah, Kuss geht raus, wirklich. Kuss geht raus aus Tino, aus die Nuss. Kann ich mehr reden, ey. So, gestern so, war viel zu wild, Alter. Wie soll ich sagen? Wir hatten gestern einen kleinen Business-Termin, wo wir aber ausprobiert haben. Ey, boah, ich fühle mich immer noch ein bisschen leichtig. Deswegen, sorry dafür. Und da haben wir auch noch was. New Game Plus stürzt euch mit euren Lieblingscharakteren und waffen wir erneut in die krasse Kampagne in LA. Diesmal mit weiteren Fähigkeiten-Slots. Thank you. Also, allein das mit den Fähigkeiten-Slots, dass wir da nicht mehr bekommen haben, hat mich eh gewundert. Aber besser früher als, besser später als früher oder gar nicht, was? Und höhere Stufenobergrenze. Das ist, wie gesagt, eins der wichtigsten Sachen für mich. Also, ich würde mir so ein Prestige-System wünschen, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, du kannst bis Level, eigentlich wäre 30 perfekt gewesen, ja? Und dann kannst du prestigen und gehst dann nochmal rein, kriegst dann ein krasseres Emblem, Symbol etc. Und jedes Mal, wie bei Call of Duty, wenn du neu prestiget, kannst du irgendein krasses Perk schon mal von Anfang an freischalten. Rest musst du dann wieder sammeln etc., sodass du wirklich im Prestige-Modus auch nicht nur einfach nur hochlevelst for the sake of it, sondern dass du dann tatsächlich, sag ich mal, für den ersten Prestige bekommst du da einen neuen Waffenskin. Für den zweiten Prestige bekommst du eine neue Waffe an sich. Dann für den dritten bekommst du ein neues Outfit für einen Jacob. Und dann kann man sich auch wirklich vorstellen, dass man nicht nur ein neues Outfit, sondern so fast einen ganzen neuen Skin gleich bekommt mit. Ja? Die müssen jetzt nicht einen neuen Charakter einfügen. Ja? Das würde ich jetzt gar nicht erwarten. Das wäre auch krass, wenn das bloß jetzt damit zu tun hätte. Aber so ihr wisst, was ich meine, dass pro Prestige, wo du machst, immer was Neues, Cooles mit freischaltest und halt wirklich auch, sag ich mal, gameplay-technisch dafür belohnt wirst. Ja? Weil das ist so das Geile an New Game Plus. So, wenn das Game vom Gameplay-Core her perfekt ist, was es meiner Meinung nach bei Dead Island ist, dann spiele ich das auch nochmal, ja. Und wenn ich weiß, hey, es ändern sich so Kleinigkeiten bei meinem Spielthrough, dann will ich es nochmal spielen. Und gerade so ein Ding wie Prestige wäre für mich ultra krasse Motivation, es trotzdem nochmal neu zu spielen, beziehungsweise trotzdem mal mit dem Ryan die Story noch fertig zu spielen, etc. pp. Das wäre so geil. Genauso, stell dir mal vor, die würden einfügen, zum Beispiel, wenn du jetzt mit der Carla 3-mal durchspielst, umso öfter du mit der Carla durchspielst, dann levelst du deinen Charakter, blöd gesagt, auch noch und hast dann so einen, wie bei Call of Duty, so Ultimate Mastercraft Skins, so den du halt nur bekommst, wenn du jetzt, keine Ahnung, die Story mit der Carla irgendwie 3-4-mal durchgespielt hast. Alter, wie geil wäre das? Also literally, wie cool wäre das bitte, ja? So, und wenn sie dann noch sagen, Money, 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 dann kannst du rein theoretisch so einen Skin einfügen, der ähnlich aussieht. Das heißt, für die Leute, die nicht spielen wollen und payen wollen, die können da trotzdem noch was raus payen, so. Die können wailen. Die Whales können wailen und wir Spieler können spielen, so nach dem Motto, ja? Also das, glaube ich, wäre doch für Publisher und für Devs und für die Community mega geil. Im Endeffekt genauso, wie ich es ja gesagt habe, das ist jetzt nicht mit dem Prestige-System, aber es gibt frische Skins und besonders fiese Waffen, die sich bei neuen schweren Gegnern Typen bezahlt machen. So, und da haben sie ja nochmal anders geschrieben, neuere und schwerere Gegnertypen. Das heißt, wir haben ja gerade gehört, dass es auch eine neue Schwierigkeitsstufe gibt.
Finde ich ultra krass, hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht erwartet, gar nicht dran gedacht. Ich hab's zum Tom damals gesagt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der unbedingt das alles ultra krass schwer haben muss. So, da bin ich jetzt eher für Black Ops 6 Zombies zum Beispiel, ja. In Black Ops oder allgemein Treyarch Zombies, da liebe ich diese Schwierigkeit, aber da bin ich einfach der ultimative Nerd. Ja, wo ich mir denke, da möchte ich jetzt meine Grenzen nochmal testen. Und bei Dead Island ist es trotz alledem so, bin ich zwar auch ein Nerd, aber es macht einfach Spaß. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich 100.000 Mal auf so ein Ding einkloppen muss, so, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so der Fan. Aber natürlich, wenn es rauskommt, werden wir euch hier auf Foxy Gaming natürlich diesen schweren Schwierigkeitsgrad zeigen. So, ist ja logisch. Ja? Also ich werde euch da wirklich alles jetzt zeigen, was ich in der Zeit schaffe, bis dann eben Black Ops 6 Zombies 2 oder einen Tag früher losgeht. Also, was ich halt geil finden würde, wenn die über Dauer mehrere Zombie-Arten einfügen. Und ich meine jetzt nicht mal so Bosse wie jetzt zum Beispiel, ich würde die ganze Zeit Mangler sagen, aber der Crusher, ja, der wo hier so auf den Boden haut. Ich meine jetzt gar nicht besondere Boss-Typen, sondern mehr normale Zombies. Dass sie zum Beispiel auch laufende Shambler reinhauen, die zwar schnell sind, aber keine Ahnung, ein Schuss oder wenn du irgendwas hinwirfst, fliegen die halt sofort um und sowas. Fände ich mega cool. Und meiner Meinung nach wäre das auch etwas, wo sich die Devs halt ein bisschen, ja, Devzeit auch sparen, weil da können sie halt, sag ich mal, viel Ressourcen wieder hernehmen, ein bisschen was verändern, den Laufspeed ein bisschen ändern. Also das würde ich mir wünschen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen controversial, ja, so, das sind vielleicht viele nicht auf meiner Seite. Und ich bin ja auch nur halb auf dieser Seite, ja, es ist komisch zu erklären. Aber was ich feiern würde, wenn die wirklich eine AI oder so engagieren würden, die mehr Zombie-Varianten im Sinne von Aussehen jetzt herzeigt, ja. So nicht nur Fähigkeiten oder Ding, was ich gerade, Stats, wo ich gerade gesagt habe, sondern wirklich Aussehen. Und überleg mal, das wäre eigentlich infinite possibilities, was man da machen kann, ja. So, und ich rede jetzt tatsächlich nicht von der AI, die jetzt von allem klaut und dann rein theoretisch in Dead Island irgendwelche geklauten Sachen drin sind, sondern die AI kann sich ja in dem Pool nur von Dead Island bedienen. Wisst ihr, was ich meine? Sprich von dem, was die Devs ja kreiert haben. Das ist ja heutzutage möglich. Das heißt, es wäre ein infinite Money Glitch eigentlich für die Devs, wenn die so eine Variation reintauchen. Überleg mal, du snatchest Zombies und siehst durch diese Methode fast keinen doppelten Zombie. Ja, rein theoretisch siehst du gar keinen doppelten Zombie dadurch. Wie cool wäre das bitte? Ja, also schreib dir mal in die Kommentare, was du davon hältst, ja, weil man muss nicht bei allen Sachen immer zu 100% übereinstimmen, so, es kann immer was sein, wo du sagst, ah, das taugt dir jetzt nicht so, ist auch völlig legit, ist auch gut so, deswegen würde es mich auch wirklich mega freuen, wenn du deine Meinung in die Kommentare schreibst, ja, so, wenn du eine andere Meinung hast, das ist auch völlig legit, mir ist nur immer wichtig, dass wir alle anderen Meinungen akzeptieren, ja, man muss nicht unbedingt konform damit sein, aber auf jeden Fall akzeptieren und seine Daseinsberechtigung geben, wo sie auch berechtigt ist. Ja, Leute, in den nächsten Videos werden wir uns die Nachbarschaftswoche Also im nächsten Video werden wir uns die Nachbarschaftswache im Detail anschauen, inklusive Trailer. Das heißt, unbedingt einschalten. Wer weiß, vielleicht kommt der Nachbarschaftstrailer auch zuerst, ja. Also siehst ja dann. Und dann mache ich noch ein extra Video, wo ich, sage ich mal, ein bisschen herzeige, was wir für neue Bundles drin haben und was sonst noch für News bei denen anstehen. Und je nachdem, wie lang diese Videos werden, kommt dann noch ein Video über die neue Ultimate Edition, die auch rauskommt. Aber ich muss mal schauen, wie viel Content es gibt, weil eventuell ist es dann bei den Bundles und so mit drin. Ja, dass ihr zum Beispiel dann bei einem Bundle-Video die Ultimate Edition habt und dann zusätzliche Bundles, weil es passt ja irgendwo dazu, ja. Und dann haben wir, wie gesagt, ein extra Video für die Nachbarschaftswache und hier eben für New Game Plus. Ja, Leute, und das war's dann auch schon wieder. An der Stelle wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nachttag, was sonst bei euch ist. Haut rein, bleibt anständig, denkt dran, Video bewerten, kommentieren, abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Damit kommt ihr immer mit, wenn wir live gehen. Oder ein neues Video rausfetzen und ich würde sagen, wir rollen die Zombie-Köpfe ins Outro.